CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, es treibt uns alle um, dass die Flucht über das Mittelmeer auf seeuntauglichen Booten, wenn die angetreten wird, wenn dort Menschen sterben. Allein in diesem Jahr sind bereits 3.000 Menschen auf diesem Weg ertrunken. Dann berührt uns das alle. Und ich glaube, es ist auch wirklich schwer zu ertragen, was sich dort an Tragödien abspielt, in den überfüllten Schiffen und in den Schlauchbooten. Und natürlich erst recht, wenn dann diese Boote sinken. Und wir sind uns sicherlich auch einig darüber, dass das so nicht weitergehen darf. Das sind wir auch sicherlich den Menschen schuldig. Niemand soll im Mittelmeer ertrinken. Aber, und das muss ich auch ganz deutlich hier an dieser Stelle sagen, wir sind uns über die Methoden nicht einig, wie wir das verhindern können, beziehungsweise also der auch zu ergreifenden Maßnahmen. Und wir verfolgen da unterschiedliche Ansätze. Und das ist mir gestern Morgen, Frau Jelpke, auch wieder klar geworden, als wir mit einer Delegation italienischer Abgeordneter des Senats zusammengesessen haben und Sie dort von Krieg gegen Flüchtlinge gesprochen haben. Das haben Sie ja auch in Ihren Antrag reingeschrieben. Und das fand ich gestern, und ich finde es auch in Ihrem Antrag hochnotpeinlich, von Krieg gegen Flüchtlinge zu sprechen, wenn gegen Schleuser vorgegangen wird, wenn auch Boote am weiteren Auslaufen gehindert werden, das kann nicht der richtige Weg sein. Frau und Kollegin genau Goldmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dadele? Nein, jetzt nicht. Bitte. Mit genau nämlich solchen Äußerungen verunglimpfen Sie alle, die sich um Lösungen bemühen und alle, die auch ehrenamtlich sich für Flüchtlinge engagieren. Die Rettung von in Seenot geratener Menschen ist in der Tat eine völkerrechtliche Pflicht, der viele, zum Beispiel auch unsere Marine, wir sind mit 2 Schiffen vor Libyen im Mittelmeer, auch die Bundespolizei hat ein Schiff im Mittelmeer, Handelsschiffe, aber auch die Europäische Grenzagentur Frontex selbstverständlich nachkommen. Allein in diesem Jahr wurden im Rahmen der Triton-Mission, die den Mittelmeerraum vor Italien überwacht, rund 15.000 Migranten in Seenot gerettet. Aber die Tatsache, dass sich so viele Menschen auf einen solch gefährlichen Weg begeben, erfordert die Ergreifung von geeigneten Maßnahmen. Ich halte die Bekämpfung der Schlepper- und Schleuserbanden, deren Gewinnmargen weltweit bei ca. 6 Milliarden Euro liegt, wie Bundespolizeipräsident Roman in der öffentlichen Anhörung am Montag das sagte, für die oberste Priorität in dem Bemühen, die Flucht über das Mittelmeer und das Sterben zu beenden. Was Schlepper und Schleuser, also Personen, die gegen Bezahlung Menschen illegal von einem Land in ein anderes Land bringen, und das eben mit oft überfüllten Booten und seeuntauglichen Booten, ist menschenverachtend. Und sie bewegen sich, diese Schlepperbanden, schon lange im Bereich der organisierten Kriminalität und haben längst mafiöse Strukturen angenommen. Und deswegen ist es richtig, diese Schlepperbanden zu bekämpfen und da nicht von Krieg zu sprechen. Und liebe Kollegen von den Grünen, in Ihrem Antrag Seenotrettung im Mittelmeer legen Sie Ihren Fokus auf eine systematisierte Priorität für in Seenot geratene Flüchtlinge und Migranten. Die Bekämpfung des Schlepper- und Schleusertums rückt dabei völlig in den Hintergrund. Ja, nicht nur das. Das spielt doch den Schleppern geradezu in die Hände. Und wir wollen Maßnahmen unterstützen, die Schleppern keinen Anreiz bietet, ihre Geschäfte mit der Not anderer fortzuführen. Zur Bewältigung dieser riesigen Aufgabe ist aber auch, wie Sie in Ihrem Antrag zu Recht erläutern, bei den Grünen, die Solidarität aller europäischen Staaten geboten, wenn es darum geht, Resettlement-Flüchtlinge fair zu verteilen. Es ist richtig, die Hotspots, Frau Amtsberg, in Griechenland und Italien sind längst überfüllt. Kein Land kann das alleine schaffen. Ich erinnere dabei an das erste Legislativpaket der EU-Kommission vom 9. Mai 2016, mit dem die partnerschaftliche Zusammenarbeit vorangebracht werden soll. Und ich hoffe, dass die Europäische Union da auch zu Lösungen kommen wird. Das Abkommen mit der Türkei, Frau Amtsberg, zeigt Wirkung. Auch ich bin bei der Reise dabei gewesen.
was wir in Griechenland auch gesehen haben, wie dort mittlerweile zusammengearbeitet wird zwischen der NATO, zwischen den Küstenwachen. Und ich denke, das ist eine gute Zusammenarbeit, die wir dort jetzt feststellen können. Und nach Aussage des Exekutivdirektors von Frontex, Fabrice Leggeri, der ja am Mittwoch hier bei uns im Innenausschuss gewesen ist, der ja auch sagt, es kommen täglich nur noch 50 bis 60 Personen in Griechenland an, zeigt auch, dass der Zuzug über die östliche Mittelmeerroute abgenommen hat. Wir können also Flüchtlingsströme steuern. Die Menschen suchen sich allerdings nun andere Wege, und die Schleuser bieten das nun ihre Dienste über Libyen an. Und die logische Folge war, dass europäische Missionen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik vor Libyen erweitert wurden, um richtigerweise ein Signal gegen Schlepper und Schleuser zu senden. Und auch die Operation Sophia, die wir ja nachher noch hier zu beschließen haben, im Kampf gegen Schlepper wird im Mittelmeer fortgesetzt und erweitert. Die Schiffe der deutschen Marine sollen zukünftig auch den Waffenschmuggel von hoher See aus nach Libyen unterbinden und die libysche Küstenwache unterstützen. Ja, der Weg ist schwierig, weil die Solidarität einiger Mitgliedstaaten zu wünschen übrig lässt. Und insofern möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihren unermüdlichen Einsatz für gemeinsame europäische Lösungen danken. Das war jetzt ein schönes Schlusswort, Frau Woltmann. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir müssen sehr viel tun, um letzten Endes das Reisen oder die Flucht über das Mittelmeer zu beenden. Aber die Maßnahmen, die Sie vorstellen, sind nicht die richtigen. Da haben wir andere Ansätze. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt die Kollegin Ulla Jelke.